Ja, hallo, lieben Christian Schmeier, Paartherapeut, Beziehungscoach und so weiter und so fort. Ja, wir haben heute mal wieder eine schöne Frage. Kannst du auch über ein Formular auf liebeschip.de stellen. Denk dran, nächsten Monat wieder geht's wieder voll los. Verlustangstkurs, Selbstliebe-Challenge, Manifestations-Challenge. Geiles Programm. Und genau, die Lesung in Wien jetzt nächste Woche oder übernächst irgendwie so auf der Website. Ja, heute geht es ums Thema Schattenarbeit, nenne ich das jetzt mal, also beziehungsweise die Wut auf den auf den Ex, auf die toxische Beziehung, diese ganzen Emotionen, muss man diesen Menschen dann verzeihen und ja, interessante Fragen von der Zuschauerin. Hallo lieber Christian, kurze Vorgeschichte, wie die Mehrheit hier habe ich auch eine sehr toxische Beziehung hinter mir, angefangen als Affäre, wovon ich am Anfang aber nichts wusste. Später war ich wohl zu verliebt, also Klammer auf, Drecksdreieck wieder, Klammer zu, wie immer, das sind ja die absoluten Psycho-Crasher. In der Lovebombing-Phase war alles nur Regenbogen und Einhörner, bis seine Frau alles entdeckt hat und gedroht hat, ihn rauszuschmeißen. Er wollte bei ihr bleiben, alles klar, ihr könntet die Geschichte noch ein relativ gutes Ende nehmen. Nur hat er sich 2 Wochen danach gemeldet, dass er auf sein Herz hören möchte und ich die Richtige für ihn sei. Die Entscheidung hat er wohl auch eher getroffen, weil er die Aufmerksamkeit zweier Frauen genossen hat. Es hat ein schreckliches Hin und Her zwischen mir und seiner Frau angefangen. Ah, das ist immer schön was fürs Ego. Also nicht für deins, für das deines Gegenübers. Partner kann man ja eigentlich gar nicht sagen da. Mit Lügen, Triangulation, das ging ein paar Monate so. Seine Frau ging es dann total schlecht. Wir haben es dann noch versucht, ich war ja blind verliebt. Wenn ich jetzt so überlege, weiß ich nicht in was. Ja, das ist ja eine Fantasiebeziehung, ne? Also diese toxischen Beziehungen sind eigentlich Fantasiebeziehungen, weil in der Realität ist auch von außen leicht erkennbar, dysfunktional, furchtbar, schmerzhaft. Aber die leben halt von dieser Fantasie, von Fantasie, dass du ja irgendwas ganz Besonderes kriegst und diese Fantasien werden halt auch gefüttert durch dieses Lovebombing und dieses ganze, ja, jetzt passiert dies und es passiert jenes, aber gut, wir müssen jetzt nicht, denke ich nicht, es geht, in dieser E-Mail geht es eigentlich dann später um andere Sachen. Machen wir mal weiter. Dieser Mann hatte keine Werte, hat die Frauen betrogen, hat gelogen, manipuliert. Ich dachte, ich könnte das alles noch retten. Ja, ist immer unglaublich, was sich Männer leisten können in toxischen Beziehungen und in gesünderen Beziehungen oder in bindungsängstlichen Beziehungen. Das war so super streng, ne? Aber gut, so ist das halt. Die Beziehung war wie alle toxischen Beziehungen, muss da nicht viel zu schreiben, emotionale Harem, immer am Handy, Chats nur mit Frauen, alles natürlich nur Freundinnen, Abwertung, subtile Beleidigung, aber die schönen Tage haben immer die Hoffnung gegeben, es geht auch anders. Nach 4 Monaten hat er von einem Tag, wieder die 100 Tage, ne, einem Tag auf den anderen Schluss gemacht, ohne Erklärung, ich war wie im Traum, meinst du, glaube ich, weiß nicht, wie ich die ersten Monate überhaupt funktioniert habe. Er hat sich nach der Trennung regelmäßig gemeldet von gefakten Mails, da ja das andere blockiert war. Gut, wie gesagt, wir gehen jetzt, ich glaube, das Wichtige in dieser Mail ist jetzt, das, was bis hier ist, ja, ist immer das Gleiche, ne? Kennen wir ja. Jeder Kontakt war nur verletzend, das hat mich in dem toxischen Liebeskummer noch länger festgehalten. Ja, ist halt wieder Kontakt, ne? In dieser Zeit habe ich deine Kurse entdeckt und schade, dass nicht eher. Es wäre mir so viel Leid erspart geblieben. Ja, ich sage ja immer, mach die fucking Kurse. Wir haben uns jetzt seit einem Jahr nicht gesehen und der letzte Mailkontakt ist 6 Monate her. Mein Problem ist, dass ich immer noch an ihn denke, lebendige Träume habe. Ja, das ist sehr normal, weil das ist wirklich ein Drogenrausch, diese Beziehung. Warum und wieso, denke ich, müssen wir jetzt nicht drauf eingehen, aber ist halt so. Und genauso wie Junkies von ihren Drogen träumen, habe ich mir sagen lassen, träumen Ex-Liebessüchtige von ihrem Partner, ne? Und das hat aber nichts zu sagen. Es ist völlig belanglos, aber ich weiß, wie enorm irritierend und störend das sein kann, weil diese
Träume manchmal so komisch real sind und naja, das ist schon echt hardcore. Aber hat nichts zu sagen, also würde ich einfach so hinnehmen irgendwie, ne? Und weiter. Also schön Bänder drin, kann man probieren, gucken, ob das das nutzt. Das Schlimmste ist, ich gehe durch die Welt mit einer Wut und Hass auf ihn. Ja, also Wut ist ja erstmal nicht schlecht. So ist, also ist, zur Trennung braucht man ja auch so ein bisschen Aggression, sag ich mal, um sich zu lösen. Und Wut ist mir natürlich viel lieber als, ach, das wird, ach, vielleicht meldet sie ja doch und ha. Und aber natürlich kann Wut und Hass, ist zwar total verständlich, aber es sind natürlich auch starke Emotionen und ist mal die Frage, ja, ist immer die Frage, was lässt man dazu? Wie sehr steigt man da ein? Aber ich lese mal noch ein bisschen weiter, dann sage ich da mal was zu. Ich stecke in meine Opferrolle, obwohl ich ein echt gutes Leben habe. Ja, also ich finde das am Anfang jetzt auch nicht so schlimm, solange man da nicht stecken bleibt. Und Teil meiner Arbeit ist ja auch, aus dieser Opferrolle rauszukommen und auch zu gucken, was ist mein Ende der Fahnenstange, wenn man so Stecker-Steckdose-Prinzip ist. Wieso war ich der Stecker für diese Steckdose oder umgekehrt? Das wird ja, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt noch so ist, aber früher wurde das meiner Arbeit immer vorgeworfen, dass ich auch auf die Opferperson gucke und nicht nur auf die böse Täterperson. Ja, natürlich bist du hier nicht Täter, aber man muss sich immer fragen, warum, ne? Warum bin ich da so lange drin geblieben? Was fasziniert mich? War Mami und Papi schon so, bin ich selber ein bisschen bindungsängstlich und so weiter. Aber ehrlich gesagt, wenn man so richtig verarscht worden ist, dass man da mal, darf man sich auch mal als Opfer fühlen. Das ist auch in Ordnung. Und darf man auch mal wütend sein. Ne? Ich finde, man darf auch mal Hassgefühle haben. Gefühle sind ja erstmal nur Gefühle. Ne? Damit muss man ja nichts machen jetzt. Gute Arbeit, Freunde, die da sind, obwohl sie mich nicht verstehen. Ich müsste ihn noch längst vergessen haben. Ja, wenn ich selber mal so eine Beziehung hatte, kann es eigentlich immer nicht verstehen, ja. Trotzdem findet dieser Hass auch einen Platz. Meine Freundin sagt, dass es nicht gut für mein Karma ist, mit so einem Grundgefühl zu leben, und ich muss ihm verzeihen. Das kann ich aber nicht. Er war so böse, mit Absicht, egoistisch, unempathisch zu allen. Wie kann ich so jemandem verzeihen? Gut, also das ist jetzt, glaube ich, so der entscheidende Punkt dieser E-Mail. Ich kann jetzt nur meine persönliche Meinung dazu sagen, so, ne? Weil man darf jetzt sozusagen, könnt ihr jetzt so mit meinem Buch sagen, hier, man darf 3D und 5D jetzt nicht durcheinander bringen hier, neue Dimension der Liebe. Also 3D wäre eben diese Ebene von Opfer, Täter, Scheiße fühlen, Wut, Hass, diese ganzen Emotionen, toxisches Verliebtsein und 5D wäre eben diese, oder wie auch immer man das nennt, das ist ja auch wurscht jetzt, sozusagen diese höhere Ebene, meinetwegen die spirituelle Ebene, wo man vielleicht sagt, ja, das war ein Arschengel, der hat mich meine Energie gebracht, durch den konnte ich meine pluspoligen Muster auflösen und was weiß ich. Man darf diese beiden Sachen aber nicht verwechseln, so, ne? Und so, wenn du nicht bereit bist, diesen Menschen zu verzeihen, dann bist du nicht bereit dazu, dann ist das jetzt auch nicht dran, ne? Ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass man das machen muss. Also in vielen Liebeship-Wegen gibt es auch mal so einen Punkt, dem Ex zu verzeihen. Das ist aber, wie soll ich mal sagen, das ist nicht so ein niederschwingendes Verzeihen, wie so ich schluck das jetzt alles runter und war ja nicht so schlimm, sondern das kann dann mal so ein Verzeihen sein, wie ja, offensichtlich weiß diese Person nicht, was sie tut und ist total unbewusst und ja, aber wahrscheinlich ist da auch irgendwo eine lichte Seele in diesem Körper, der aber nicht, völlig verblendet ist vom Ego und was weiß ich was. Also so könnte mal irgendwann Verzeihen auf so einer höheren Ebene aussehen, aber Verzeihen heißt, es gibt auch so einen schönen Spruch, Verzeihen heißt nicht vergessen, so, ne? Das heißt nicht vergessen, was passiert ist, und auch in dieser irdischen Welt, wie wir so sind, könntet ihr nie wieder anknüpfen, ohne dass er es alles wieder gut gemacht hat, so, also zumindest ansatzweise. Das wird natürlich nie passieren und ihr solltet auch gar nicht wieder zusammenkommen. Aber also das ist immer das Problem. Dann kommt man daher so mit toxischer Positivität, sage ich schon. Ja, du musst ihm verzeihen.
Nee, einen Scheiß musst du. Du musst gar nichts. So, ne? Und tatsächlich ist es irgendwann gut, mal diese starken Gefühle loszuwerden, um auch aus diesem Liebeskummer rauszukommen, weil er wird auch gefüttert durch diese starken Gefühle, so auch negative. Aber alles zu seiner Zeit. Und ich finde, man sollte diese Emotionen sollte man grundsätzlich auch mal zulassen, ohne irgendwie die zu verkleben, so nenne ich das ja immer, mit Gedanken. Ne? Also schwierig wird es immer, wenn wir diese Emotionen mit Gedanken verkleben, so, oh, ich habe Wut und Hass. Und was mache ich denn jetzt damit? Agiere ich das irgendwie aus? Nein, das sollte man natürlich nicht so. Ne? Also kannst ja Holz hacken gehen oder ich weiß nicht was. Oder auch einfach nur fühlen, diese Emotionen. Aber wenn man das hochschwingend verarbeiten will, ja, lebt man es natürlich nicht aus und füttert das auch nicht und verklebt es nicht durch endlose Gedanken. So, ne? Warum, wieso, warum hat er das gemacht und wie kann er so egoistisch sein? Sondern ich denke, dass das Beste, was du machen kannst und auch, dass du irgendwo hochschwingst in dem Punkt, wo du jetzt bist, ist es einfach, ja, zuzulassen und trotzdem ist diese Person scheißegal für dich, weil sie es einfach nicht wert ist, dass du dich mit ihr beschäftigst, so, ne? Und Karma, mal ganz ehrlich, wer weiß denn, was genau, also, wer kann das denn belegen mit dem Karma? Mein Gott, ey, ich meine, ja, wenn du dich immer in niederschwingenden Energien bewegst, ja, da kommt vielleicht auch mal irgendwas zurück. Aber wir kennen doch alle Leute, die sich total scheiße benehmen. Und trotzdem kommt da kein Karma oder so. Ne? Also so einfach ist das alles nicht. Also ich finde ja grundsätzlich richtig, einigermaßen vernünftiges Leben zu leben. Also das brauchen wir wirklich mehr Leute, die das machen. Aber wir sind ja immer noch Menschen und also nur weil du jetzt mal wütend bist, glaube ich jetzt nicht, dass du schlechtes Karma kriegst. Das sind immer so blöde Sprüche, ne? Also diese Pseudo-Spiritualität, ne? Es gibt schlechtes Karma. Ja, wieso kriegt er denn ein ganz schlechtes Karma, ne? Also du hast ja nur die Wut, du machst ja gar nichts, er hat dich ja so scheiße behandelt. Und ja. Also da ist schon komisch, wenn deine Freundin da so auf dich guckt. Also mit dem Karma, das finde ich auch nochmal echt sehr seltsam. Das kann ich aber nicht. Also er war böse und alles. Ja, dann kannst du ihm jetzt nicht verzeihen. Drauf geschissen. Brauchst du auch nicht. Ne? Aber wie soll ich mal sagen, bespaße ist das falsche Wort. Im Englischen sagt man immer so to entertain. Also entertaine deine negativen Gefühle nicht durch viel Aufmerksamkeit. Also stell einfach fest, ich bin kackenwütend, aber baue jetzt keine Gedankenketten darum oder beschäftige dich mit dieser Wut. So, das würde ich nicht machen, ne? Sondern, ah ja, ich bin wütend, okay. Mhm. Interessant. Und ist auch in meinem Glückskurs ist da auch viel drüber drin. Also es geht aber weit nicht nur um Glück, um Glückskurs, sondern einfach sozusagen unbeeindruckt von seinen Emotionen sein Leben zu leben, das ist auch so der geilste Scheiß gerade so in der Psychologie, dieses sich zu committen auf bestimmte Ziele im Leben und sich nicht von seinen eigenen Emotionen da abhalten zu lassen. Und du lebst jetzt wieder dein nice geiles Leben und bist halt zwischendurch wütend, aber du, wie gesagt, füttere das nicht mit deiner Aufmerksamkeit so, ne? Ich möchte auch wieder zu mir finden, diese Beziehung hat das Schlimmste mir hervorgebracht, ich war total verlustängstlich. Ja. Das ist so. Sowas habe ich noch nie erlebt und weiß nicht, wie man das alles hinter sich lassen kann. Ja, also man kann es zum guten Stück hinter sich lassen und auch völlig ausreichend hinter sich lassen, dass das tiefe Narben schlägt und dass du vielleicht jetzt misstrauischer durchs Leben gehst. Und das wird wohl so sein, aber das muss ja nicht schlecht sein, weil viele, also ich sage das auch, weil ich das von mir auch sagen würde, viele Pluspole sind einfach auch, also bei dir weiß ich das jetzt nicht, aber sind einfach auch wirklich zu naiv. Also ich war definitiv zu naiv früher und ein bisschen misstrauischer und mit mehr Grenzen und abgegrenzter durchs Leben gehen und auch mal nicht immer das Beste anzunehmen anderen Menschen so und sich natürlich aus Dreiecken fernzuhalten, das ist ja nicht schlecht, ne? So, blablabla. Ich möchte nicht jemand aus der Vergangenheit so viel Macht über mein Leben geben. Zurzeit habe ich angefangen, mich mit Schattenarbeit zu beschäftigen. Vielleicht hast du, lieber Christian, Tipps, hier weiterzukommen. Muss man so jemand verzeihen? Ich kann mich nur für deine Arbeit bedanken. Die Kurse habe ich gemacht, Bücher gelesen, Verlustangstkurs ist gebucht, Datingpause läuft. Ja, ist doch schon mal gut.
Ja, also wie gesagt, es hat alles seinen Platz, Schattenarbeit hat seinen Platz, all diese ganzen Sachen. Mein Fokus, also das ist auch ein bisschen, wie soll ich mal sagen, was einem mehr liegt. So, ne? Also viele mögen es, also das ist für mich das auch so ein, du hast jetzt nur so einen Begriff, ich weiß jetzt ja auch gar nicht genau, was du damit meinst, also für mich ist das auch so ein Begriff, für mich ist das schon fast so negativ besetzt, Schattenarbeit, oh, ich muss Schattenarbeit machen und ja, du musst gar nichts irgendwie, ne? Also je älter ich werde, und ich bin ja auch schon jetzt lange Psychologe, aber das mag auch so phasenabhängig sein. Also früher fand ich das viel amüsanter, sich so selbst zu beobachten und seine Schattenanteile und das hat bei mir wirklich kontinuierlich nachgelassen. Und also mein Fokus, und auch das sieht man auch in meinen Kursen, denke ich, ist Fokus wirklich sehr stark aufs Verhalten, also direkt am Verhalten zu arbeiten und gar nicht irgendwie so viel, okay, was habe ich jetzt für Schattenanteile, aber du kannst es natürlich auch machen, ne, weil das ist richtig, also auch im Pluspol bringen toxische Beziehungen Schattenanteile hervor und auch viele Pluspole, aber höre ich jetzt auch so ein bisschen raus aus seiner E-Mail, benehmen sich ganz schön daneben, ne, nicht, und meine, wer will das jetzt, kann natürlich sagen, benehmen sich daneben, weil sich der andere vorher daneben benommen hat, trotzdem muss man, denke ich, immer für sein eigenes Verhalten Verantwortung übernehmen. Und wenn du das mit Schattenarbeit meinst, das macht natürlich absolut Sinn. Ne? Das ist ja auch in meinen Kursen eigene Täteranteile, sage ich immer, angucken. So. Aber es muss alles seinen Platz haben. Also ich würde das erstmal, bleib doch erstmal ruhig. Ja, sag doch mal, ja, ich bin hier Opfer geworden, ich bin wütend. Und toxische Beziehungen destabilisieren jeden irgendwie. Ne? Also vor allem, wenn man Pluspol oder gerade im Pluspol, destabilisieren jeden Pluspol bis zum geht nicht mehr. Das ist gerade, das muss, also, wenn du über Verzeihen nachdenkst, dann würde ich sagen, verzeih dir doch erstmal, dass du da gelandet bist, dass du vielleicht auch mal aus der Fassung geraten bist, dass du vielleicht auch Sachen gemacht hast in Reaktion, die irgendwie nicht so dolle waren. Und das würde ich dir raten. Fangen wir mal an, dir selbst zu verzeihen, dass du da drin warst. Und dann kommt, glaube ich, alles andere. In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder.